Marquis de Sade, Juliette oder die Vorteile des Lasters. Erstes Kapitel. Justine und ich wurden im Kloster Pontemont erzogen. Sie wissen, dass diese Abtei berühmt ist und dass aus ihr die hübschesten, ausschweifendsten Frauen von Paris hervorgehen. Euphrosine, jenes junge Mädchen, das sich aus dem Elternhaus entfernt hatte, um sich in die Arme der Wollust zu werfen, war dort meine Genossin gewesen. Und da ich von ihr und einer ihr befreundeten Nonne die ersten Grundsätze der Moral zu hören bekommen hatte, muss ich, wie ich glaube, Ihnen vorerst sowohl von der einen wie von der anderen erzählen. Die Nonne, um die es sich handelt, hieß Delbin. Sie war seit 5 Jahren Äbtissin des Hauses und 30-jährig, als ich ihre Bekanntschaft machte. Man konnte unmöglich hübscher sein. Ihr Gesichtsausdruck war sanft, ihre Haare blond und große blaue Augen erregten das Interesse jedermanns. Als Opfer des Ehrgeizes ihres älteren Bruders, der dadurch reicher werden wollte, war die Delbin mit 12 Jahren in ein Kloster gesteckt worden und erst nach langen inneren Kämpfen hatte sie sich an den Gehorsam gewöhnt. Sehr früh reif und mit allen Philosophen vertraut, hatte sich die Delbin in ihrer Abgeschiedenheit bloß 2 oder 3 Freundinnen bewahrt. Die besuchten und trösteten sie, und da sie sehr reich war, konnte sie sich alle Bücher und Erleichterungen verschaffen, die sie wollte. Euphrosine war 15 Jahre alt, als ich Freundschaft mit ihr schloss, und sie war seit 18 Monaten Schülerin der Delbin, als beide mir vorschlugen, an meinem 13. Geburtstag mich ihrer Gesellschaft anzuschließen. Euphrosine war braun, groß und sehr schlank, hatte sehr hübsche Augen und viel Geist und Lebhaftigkeit. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass der Hang zur Wollust bei Frauen, die von der Welt zurückgezogen leben, der einzige Beweggrund zum vertraulichen Verkehr ist. Die Oberin, die sich mit meiner Erziehung befassen sollte, lud mich eines Tages zum Frühstück ein. Es war unglaublich heiß und die außerordentliche Glut der Sonne diente sowohl ihr wie der mitanwesenden Euphrosine als Entschuldigung für die Bekleidung, in der ich sie vorfand. Sie waren nämlich beide, von einem Gasehemd abgesehen,